Laco baut nicht nur extrem tolle Fliegeruhren, sondern auch sehr viele andere Uhren beeindruckt haben mich, die Sport- und Einsatzuhren. Hier zeige ich euch die Laco Amazonas, eine sehr farbenfrohe und sehr männliche Sportuhr aus dem Programm. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Das ist die zweite Uhr, die ich im Rahmen meiner kleinen Miniserie zu Laco vorstelle. Und zwar ist es die Laco Amazonas. Eine Sportuhr, die ich, ohne jetzt ein Chauvinist sein zu wollen, in die Kategorie Männeruhr einsortiere. Denn sie ist relativ groß, relativ hoch, erkennbar schwer, insbesondere am Stahlband. Und nach meinem persönlichen Geschmack nichts für zierliche Handgelenke. Dennoch eine vom Erscheinungsbild her sehr frische und leichte Uhr, die im Gegensatz zu ihrem realen Gewicht und ihrer realen Größe steht. Mir gefällt das Erscheinungsbild wirklich gut und ich freue mich sehr, sie euch zeigen zu können. Wenn ihr mehr von solch tollen Uhren sehen möchtet, lasst gerne ein Abo da und helft mir, etwas bekannter zu werden. Dann kann ich über die Zeit noch ganz, ganz viele super interessante Uhren vorstellen und ich hoffe, ihr freut euch drauf und helft mir dabei. Und jetzt geht es direkt zur Laco Amazonas. Die Laco Amazonas. Eine sehr frische, sehr moderne und wirklich sportliche Sommeruhr, die mir von den Bildern her unmittelbar gefallen hat und auf die ich sehr, sehr neugierig war. Am Arm zeigt sich, dass dies keine kleine Uhr ist. Sie ist schon erkennbar groß und man kann auch sehen, dass sie eine gewisse Bauhöhe hat. Aber ich finde sie am Arm wirklich sehr charmant und sie hat auch Hinguckerqualitäten. Mir gefällt das. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm und eine Gesamtbauhöhe von 13,4 mm. Und gehört damit bestimmt nicht zu den schmalen und leichten Uhren. Mit einem Silikon- oder Kautschukband hat die Uhr ein Gewicht von 114,3 Gramm. Die Bänder zeige ich euch im Verlauf des Videos noch. Mit diesem Stahlband hat die Uhr ein Gewicht von 182 Gramm. Und das merkt man auch. Es ist schon eine schwere Uhr. Die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm und der Abstand Horn zu Horn beträgt 50,5 mm. Auf der Rückseite befindet sich ein verschraubter Stahlboden, der mit einem Skorpion verziert ist. Das Stahlgehäuse ist mattiert, wie auch das Band, und das unterstreicht den sportlichen Charakter dieser Uhr. Das Glas ist zweiseitig gewölbt, einmal nach innen, einmal nach außen und von innen entspiegelt. Gegen Aufpreis gibt es auch eine äußere Verspiegelung. Ich finde das eine sehr gute Lösung. Denn bei vielen Uhren würde ich mir gerne die äußere Entspiegelungsschicht entfernen lassen, weil sich bei vielen Uhren dort bei mir doch relativ schnell erste Spuren zeigen. Das Glas ist selbstverständlich ein Saphirglas und die Krone ist mit einem etwas abgerundeten und sehr effektiven Kronenschutz versehen. Die Krone selber ist relativ klein, aber dennoch gut zu bedienen. Das Ziffernblatt kann man nicht gut im Video sehen, ist ein mattes Schwarz, also nicht hochglänzend. Die Zeiger sind mit Superluminova belegt, der Stundenzeiger mit Superluminova C3 und der Minutenzeiger mit grüner Superluminova und die Lünette mit gemischter, aber das werde ich euch auch im Nightshot noch entsprechend zeigen.
Die Schließe ist solide gemacht mit einem Drückersystem, das gut einrisst, rastet. Ich zeige euch das einmal. Interessanterweise schließt sich der Sicherungsbügel relativ fest, lässt sich aber vergleichsweise einfach öffnen, weil diese kleinen Punkte hier federgelagerte Kugeln sind, die dafür sorgen, dass alles sicher in der Position bleibt und sich trotzdem ohne die Fingernägel zu riskieren öffnen lässt. Klasse gemacht. Es wird über eine Art Pilzkopfpin gesichert, der dann hier entsprechend arretiert werden kann. So, hier haben wir die LACO Amazonas in der Nahaufnahme. Ich finde, wie gesagt, es ist ein wunderschönes, weil sehr, sehr frisches und farbenfrohes Blatt. Die Uhr ist sehr sportlich und wenn man sich die Bauhöhe anschaut und das Gewicht in Erinnerung ruft, eine durchaus sehr, sehr maskuline Uhr. Der Kronenschutz ist schön abgerundet, eine etwas andere Form, als man sie üblicherweise antrifft. Das gefällt mir sehr gut. Die Krone ist groß im Durchmesser, aber relativ flach, nicht besonders tief. Sie steht nicht aus dem Kronenschutz hervor und lässt sich dementsprechend mit Handschuhen etwas schwerer bedienen als Kronen, die eine größere Tiefe, eine größere Länge haben. Das Stahlband ist am Anstoß sehr passgenau gearbeitet. Es steht nichts über, es wackelt nichts und ich mag auch die Form der Endlinks mit dem etwas längeren Mittelteil, wie hier zu sehen. Die Schließe rastet satt. Ich zeige es auch gerne nochmal im Makro. Und lässt sich, ohne die Fingernägel zu riskieren, problemlos öffnen, sowohl über die beiden Drücker als auch über den Sicherungsbügel. Dieser Pilzkopf wird in dieser Aussparung gesichert und die beiden Drücker geben ihn dann frei zum Öffnen der Schließe. Die Zeiger und die Uhr als solche sind extrem gut ablesbar und die Uhr ist, wie man sehen kann, in Deutschland hergestellt und bis 300 Meter wasserdicht. Die Lünette rastet in einem 60er Schritt satt und hörbar. Die Lünette ist sehr griffig und mit sehr griffig meine ich wirklich sehr griffig. Ich würde persönlich bei Langarmpullis oder Hemden oder einer eng anliegenden Manschette vorsichtig sein, denn die Kanten der Lünette sind schon sehr, sehr deutlich definiert und ich könnte mir vorstellen, dass hier je nach Hemd und Reibung eventuell eine gewisse Gefahr bestehen könnte. Diese Uhr gibt es in verschiedenen Varianten. Aber dazu komme ich noch.
und die Nachtleuchtkraft und die verschiedenen Farben der Leuchtmasse zeige ich euch jetzt. In der Dunkelheit sieht die Laco Amazonas so aus. Ihr könnt sehen, dass die Zeiger sehr hell sind. Man sieht es nicht ganz genau, aber die Stunden und der Stunden- und der Minutenzeiger haben eine leicht andere Färbung. Die Lünette hat von der 12 bis zur 15 durchgängig farbliche Markierungen. Des Weiteren sind dann die 20er-Schritte, die 10er-Schritte und die Striche markiert. Die Uhr ist sehr, sehr gut ablesbar aus unterschiedlichen Winkeln, wirklich so wie eine Sportuhr nachts ablesbar sein sollte. Diese Uhr kostet, wie ich sie hier habe, am Stahlband im Juni 2020 980 Euro. Wenn man nicht die Stahlband-Variante wählt, sondern eine Variante entweder am schwarzen Taucherband oder am sehr gut passenden grünen Silikon-NATO-Band, was auch beweglich ist und sich dehnen lässt, kostet die Uhr 930 Euro. Ich blende euch hier die Varianten am schwarzen und am grünen Band einmal zum Vergleich ein. Mir gefällt sie entweder, wie hier gezeigt, am Stahlband oder an dem grünen Silikonband am besten. Neben den Varianten unterschiedlicher Bänder kann man diese Uhr auf andere Arten für sich persönlich modifizieren lassen. Man sieht es manchmal, wenn ich die Uhr bewege, dass die Entspiegelung nicht so stark ist wie bei anderen Uhren, die ich schon gezeigt habe. Das liegt daran, dass Laco-Uhren standardmäßig nur innen entspiegelt. Die äußere Entspiegelungsschicht gibt es aber für einen Aufpreis von 100 Euro optional zu bestellen. Ebenso kann das Werk, was im Augenblick auf einem Elaboré-Werk aufbaut, ausgetauscht werden gegen ein Top-Werk für einen Aufpreis von 130 Euro. Laco bietet ebenfalls an, die Uhr gravieren zu lassen. Die ersten 15 Zeichen der Gravur sind kostenlos, weitere Zeichen gibt es gegen Aufpreis. Ganz charmant finde ich auch die Option von Laco, Uhren als Linkshänderuhren umzubauen. Für jemanden, der die Uhr am rechten Handgelenk trägt, lässt sich die Krone von der rechten auf die linke Seite versetzen. Diesen Umbau nimmt Laco für einen Aufpreis von 80 Euro vor. Es gibt dieses Modell, was ich hier in den Händen habe, in vier unterschiedlichen Varianten. Die hier gezeigte mit dem grünen Minutenzeiger und den grünen Akzenten auf der Lünette und auf dem Blatt. Diese Variante gibt es auch in Orange, wie hier gezeigt, und in Blau. Die orangene Variante gibt es allerdings auch, wie ich euch hier zeige, nur mit einem orangenen Zeiger ohne orangene Farbakzente auf Blatt und Lünette. Und damit ist die Uhr insgesamt etwas universeller tragbar. Mir persönlich gefallen die farbigen Varianten besser und der Vollständigkeit halber zeige ich euch alle. Die Preise sind für alle Varianten im Juni 2020 bei 980 Euro am Stahlband und 930 Euro an einem der beiden Kunststoffbänder. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Kommentar da, abonniert meinen Kanal. Denn so könnt ihr mir helfen, euch zukünftig auch weiter interessante Uhren vorstellen zu können. Bis dahin, tschüss, euer Axel.